Hier kommt der Bach aus Richtung Endorf, also von dieser Endorfbrücke. Und wie man sieht, da gibt es eigentlich gar keine Bach mehr. Das ist alles zugewachsen. Dadurch fließt auch kein Wasser richtig durch. Der riesige Baum dort deutet wieder darauf hin, dass da Wasser einfließt, aber im Grunde genommen versickert in die Breite, in die Tiefe und nicht das Bachbett runterkommt, weil hier eine ganz klare, üppige Vegetation herrscht. Das geht oben so. Und hier sehen wir jetzt den Vorteil, da haben wir wieder einen Hügel, einen größeren, möglicherweise eine gute Gesteinsschicht. Und da sammelt sich wieder Wasser. Hier. Dasselbe Problem. Von einem Bachbett kann man eigentlich nicht mehr sprechen. Das ist alles zugewachsen, verwildert. Und wir werden jetzt in der Folge da den Flusslauf ein bisschen sehen, was da im Wald sich alles angesammelt hat. Hier sieht man sehr schön, wie und wo Wasser einfließt, also zusätzlich neu Wasser dazukommt. Das ist also kein liegender Tümpel, sondern eigentlich fließt da Wasser, ja? Sieht man gut. Hier zeigt sich eigentlich das offensichtliche Problem. Wir haben weiter oben eine gute Wasserfläche, ein gutes Flussbett. Das hier ist zugewachsen, da ist eigentlich ein Überlauf, ein Wasserüberlauf. Weiter oben versickert das Wasser. Hier geht jetzt die Übermenge, die im Moment vorhanden ist, die fließt hier noch durch, wahrscheinlich bis zum nächsten Tümpel. Aber von Flussbett kann man hier, oder Bachbett, kann man hier eigentlich nicht mehr sprechen. Das sieht man jetzt, wenn man nach unten schaut. Da ist alles zugewachsen, ja? Das heißt, das Fließwasser wird Bemerkung am Rande. Es ist hier eigentlich unmöglich durchzukommen, würde man meinen. Wenn man genau hinschaut, sind überall Wildspuren und Wild, welches auch hier seine Ruheplätze hat. Also man kommt durch, ja? Und trotz Brennnessel und hier ist wieder ein solcher Tümpel. Das Wasser ruht, ja. Und da hinten geht eigentlich dann nichts mehr weg. Das versickert hier. Hier eine von vielen solcher Stellen. Das Wasser fließt also im Grunde genommen von Tümpel zu Tümpel und wird hier natürlich in den Boden einsickern. Davon zeugen auch die Riesenbäume, ja. Da ist Wasser in Höhe und Fülle. Aber das streut hier in die Tiefe und nicht den Bach runter, das Wasser fließt nicht weiter. Hier ist jetzt eine Stelle nach mehreren solchen Tümpeln. Wunderschöner Baumbestand hier. Sehr viele Sträucher. Die saugen Wasser voll. Und was jetzt weiter durchfließt, ist ein Rinnsal. Was jetzt weiter fließt, ist ein Rinnsal. Auch da unten. Das heißt, viel von dem Wasser, was wir oben jetzt gesehen haben, ist hier und an der Oberfläche nicht mehr vorhanden, fließt gleich weiter in den nächsten Tümpel und da ist wieder alles zugewachsen. Das heißt, das ist praktisch stehendes Gewässer und das sickert nachher irgendwie ein bisschen weiter. So, haben wir das.
So. Und das ist das, was weitergeht. Das ist zugewachsen, ja? Hier nun der Lauf im Offenen. Und da sieht man jetzt, Schilf ist der gute Indikator, dass eigentlich das Bett verlandet und kein Fließgewässer mehr ist. Ein Stück weiter unten, also ungefähr 200 Meter, 300 Meter nach diesen letzten Tümpeln, wieder sieht man, dass die gesamte Böschung, alles ist sehr, sehr feucht. Da drückt Wasser rein und es kommt auch wieder, es fließt mehr Wasser durch. Wir schauen, wo es dann wieder endet. Hier ist eine typische Zone, frei, einsehbar, mitten im Dschungel, Slick, mindestens 40 cm. Mindestens 40 cm tief liegt hier wirklich nur lehmartiges Zeugs. Angeschwemmt und entsprechend, wie man sieht, kommt dann der Stau. Diesen Abschnitt hier kann man ruhig Wildnis taufen. Eine Reihe von gespaltenen, altersschwachen Bäumen, alles voller Äste. Ja, den Wildtieren sei es gedankt. Ihre Fährte ist immer die beste. Ihre Spur, ihr Wechsel ist der beste. Und sonst schaut es eben sehr, sehr, sehr zugewachsen aus. Es ist aber nicht so, dass hier nichts gemacht worden wäre. Das sieht man hier. Ganz offensichtlich wurde da schon gepflegt, aber ein solcher Gang ist wieder fällig. Das zeigt dieser Flussabschnitt ganz deutlich. Hier wiederum fließt das Wasser erhöht. So wird es bleiben jetzt bis nach Welpsleben, denke ich. So, wir werden sehen. Wildnis pur. Vielleicht auch aus dem Bach rausgezogene Gegenstände vor Jahren. Wer noch Holunder braucht, den Wildtierfährten folgen in Hülle und Fülle. Hier sind wir kurz vor Welpsleben. Da unten nicht mehr erkennbar. Das, was ich Bachbett nennen würde. Das ist wieder der Langenthalbach. Das Bachbett am Verlanden. Hier sind wir jetzt wieder an Brücke 1, das ist der zugewachsene Bachlauf. Das ist das Restwasser, das hier ankommt. Und das geht ja jetzt weiter in die Richtung. So, da wäre auch ein Bachlauf drin. Mal schauen, wie weit ich hier komme. Und wie man hört, er läuft. Und zwar hier recht flüssig. Hier sind wir gleich vor der Brücke. Da ist ein Landbesitzer mit Direktanstoß, da sieht man auch, was da gepflegt wird, da werden die Äste und so werden rausgeschnitten. Das Wasser fließt wieder so in durchschnittlicher Menge. Wir sehen jetzt noch den Abschluss vorne auf der Brücke. Bin ich an der Brücke. Und das ist in etwa die Fließgeschwindigkeit, die wir uns gewohnt sind. Allerdings
ab hier haben wir wieder dasselbe Problem. Irgendwo versickert das alles. Unten kommt nichts an. Von der Brücke rund 200 Meter bachabwärts, das sieht man jetzt, das ist eigentlich ein natürlicher Wald, Flusslauf, auch gepflegt. Aber hier beginnt das Wasser einzusickern. Da ist eigentlich die Fließmenge schon recht bescheiden. Und bis wir jetzt im Ärztehaus unten sind, ist wahrscheinlich nichts mehr da. Das ist jetzt unten am Platz, am Spielplatz, Kinderspielplatz. Sieht man nichts mehr, ja.